Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Castleminer Set. Die Castleminer Set-Woche, die zweite Mittwoch, Folge 10. Es geht weiter. Ich bin ja jetzt schon wieder zweimal gestorben. Ist aber gar nicht so dramatisch, wenn man weiß... Oh, warum ist denn hier die Tür offen gelassen worden? Ist ja gar nicht so dramatisch, wenn man weiß, wie es geht. Achso, ich bin noch auf der Suche nach Gold. Nach Gold, weil ich mir eine Diamantspitzhacke bauen will. Das heißt, das wäre jetzt mal gut. Ja, ich meine, so ein bisschen Kupfer. Kupfer nehmen wir natürlich auch mit. Ich höre sie schon wieder hier. Ich höre sie schon wieder. Ba-ba-da. Ba-b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 a. Wir haben eine ganze Menge Zeug verloren. Durch unseren vorzeitigen Tod. Müssen wir mal gucken, dass wir nächstes Mal ein bisschen... Ich weiß gar nicht, ob die Zombies... Ich höre so komische Schreie. Ob die Zombies vielleicht sogar da durch den Eingang von der Höhle reinkommen. Um mich zu töten. Also schreien hört man, sind diese wütenden Schreie. Ja, ich will aber noch mal ein bisschen tiefer wegen Diamanten. Ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich so Zeit, hier mich um diese Zombies zu kümmern. Guck mal, hier geht's schön tief runter. Aua. Tü-tü. Guck mal hier, wollen wir da mal runtergehen? Da waren wir noch gar nicht, wa? Interessant aus. Interessant. Ich habe es immer noch nicht gepackt, hier die Fackeln konsequent irgendwie recht zu setzen. Ich idi. Ah, guck mal, hier sind wir ja schon. Hallo, UFO-Mann ist da. Ja, ja. Guck mal, ist das ein Diamant da? Guckt euch das mal an, ey. Alter Schwede. Da unten ist die Hölle. Da gibt es vielleicht auch die ein oder andere Ressource abzubauen, weiß ich noch nicht. Aber wir kümmern uns mal erstmal hier um das Zeug. Ah, Gold, da haben wir es. Wir brauchen noch Gold für unsere... Für unsere Diamantspitzhacke, die wir uns herstellen können, wollen. In der Hoffnung, den Blutstein abzubauen. Lava, wenn man Lava abbaut, die macht einfach nur, die leuchtet. Und wenn man die abbaut, macht die ein, die leuchtet nur. Wenn man die abbaut, dann hat man einen Stein im Inventar. Guck mal, das ist ein richtig ein Wahnsinns-Goldvorkommen hier. Ba, 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 ba. Wollen wir die... Wollen wir das Gold gleich mal zu einem Barren verarbeiten? Ba, 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 ba. Goldbarren, mach mir mal ein paar. Aha, da brauchen wir Kohle, okay. Ich habe es verstanden, wir brauchen Kohle. Wir werden jetzt hier aber nicht... Nehmen wir das Kupfer hier mit? Ne, Kohle ist jetzt interessant, wa? Guck mal, von da oben sind wir gekommen. Ist ja Wahnsinn. Können wir hier durch? Also als Abkürzung müssen wir natürlich... Haha, so schnell kann man auch sterben. Schaufel brauchen wir im Moment gar nicht. Nein, 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 nein. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Tag 2, verstehe ich jetzt zwar nicht. Achso, weil ich gestorben bin. Okay. Fängt dann im Prinzip immer wieder von vorne an zu zählen. Bisschen Eisenerz, okay, schick. Das brauchen wir alles für Crafting von Waffen und so. Denke ich mir mal so. Ah, da haben wir schon eine Blutsteinschicht. Was uns jetzt aber peripher tangiert. So. Ba, 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 ba. So, wir sollten jetzt mal mit unserem Gold vielleicht lieber zurückgehen.
Und zurückgehen heißt, glaube ich, dass wir jetzt hier hoch müssen. Ich will hier hoch. So. Stacken wir uns wieder hoch, wie immer. So, wo sind wir jetzt? Ah ja, okay. Und wir nehmen die Waffe in der Hand, laden nochmal durch. Okay, jetzt voll. Voll hier laden. Der Laden. Ach, guck mal hier, den Weg kenne ich schon. Kommt mir bekannt vor. Jetzt geht's einfach nur noch hoch, denke ich. Glaube ich. Weiß nicht genau. Ja! Das ist Wahnsinn, wie das Gehirn, das hatte ich bei Minecraft schon mal erwähnt, wie das Gehirn sich diese Wege merkt in diese Strukturen. Ich mache das mehr automatisch. Ist nicht wirklich so, dass ich weiß, wo es lang geht, aber irgendwie. So, machen wir hier zu die Tür. Ah, da muss man hinklicken. Okay. Ba, 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 ba. 43 schon. Gut, dann gucken wir mal, dass wir uns hier... Achso, wir brauchen ja Diamanten dafür, für die Aktion. Gold und Kohle. So. Gut, dann gucken wir mal, dass wir uns hier was craften. Also erstmal möchte ich mir diese Dinger hier, genau. Dann möchte ich Gold craften, wa? Goldbarren, noch mehr. Goldbarren, 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 so. Oh, Gold. Der braucht Holz, ist ja der Hammer. Ich dachte, der braucht Kohle. Eben hat er noch Kohle gebraucht, jetzt braucht er Gold. Finden wir uns einfach mal mit ab. So. Ach, guck mal, jetzt geht's, ja. Wow, 6 Goldbarren. Jetzt können wir uns definitiv eine Diamantspitzhacke machen. Komm mal her, Diamantspitzhacke. Wo bist du? Diamantspitzhacke? Oder ist sie noch weiter unten? Ist sie jetzt nach ganz unten gerutscht, weil ich die gar nicht mache? Nee, die müsste ganz oben sein. Ich kann die ja jetzt craften. Mit dem Zeug, was ich hier habe, kann ich die definitiv craften. Da, guck mal, hier, 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 da. Zack, Diamantspitzhacke. Ja, cool. Und damit kann ich garantiert, denke ich mal... Damit kann ich Blutstein abbauen, hoffe ich mal. Es hört sich echt an, als wieder, als wenn die Monster noch hinter mir stehen. Aber ich bin ja hier eigentlich sicher, denke ich mir mal, dachte ich mir mal. Ah, guck mal, hier könnten wir uns noch ein Diamantmesser bauen. Brauche ich aber im Moment nicht. Was ich jetzt ganz gerne noch hätte, vielleicht eine coole Waffe. Was gibt es denn hier noch für krasse Waffen? Brauchen wir Weltraumglibber für die ganzen Sachen? Ach, guck mal hier. Was brauchen wir hier? Brauchen wir Diamanten haufenweise. 3 Gold und 2 Eisen für eine Goldmaschinenpistole. Was ist die besser, oder? Diamantmaschinenpistole. Brauchen wir überall Weltraumglibber. Goldgewehr. Blutsteingewehr. Lasergewehr. Diamantschrotflinte, Laserschrotflinte, ey, so viel Waffen, hör auf. Diamantsturmgewehr. Gut, das kommt dann natürlich wahrscheinlich für andere, wenn du andere Gegner hast, wird das dann interessant. TNT, wow. Okay, Munition haben wir noch. Vielleicht, aber ein neues Maschinengewehr könnten wir uns vielleicht craften, oder? Gucken wir mal nach ganz oben, ob das da... Hier ist es doch, oder? Leichtes Blutsteinmaschinengewehr. Wenn wir es craften können, ist es jetzt ganz oben. Nee, dann müssen wir doch mal uns kurz aus der Truhe... Vielleicht das ganze Zeug mal hier rausnehmen. Wozu ist eigentlich der Sand? Sag mal, habt ihr irgendwas gesehen, wofür man Sand braucht zum Craften? So. So, da würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen uns jetzt noch ein Ersatzmaschinengewehr, also ein paar Patronen. Was ist das hier? Messinggehäuse haben wir noch. 100. Goldgehäuse, Goldkugeln. Das war's schon an Kugeln, oder was? Komm, wir können auch hier Eisen ohne Ende machen.
Hier, Eisenbahn. Ach, Kupfer ist das, wovon wir so viel haben. Kupfer, davon haben wir so viel. Warum ist das alle? Weil wir da Holz brauchen, um das zu erschaffen. Ah, okay. Müssten wir nochmal rausgehen, Holz holen. War es jetzt eigentlich Tag? Dann können wir doch mal... Wenn jetzt Tag ist, könnten wir doch eigentlich mal kurz rausgehen. Dann müssen wir das ganze Zeug erstmal wieder zurückpacken. Damit wir unsere Reichtümer hier nicht verlieren. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen die doch nicht verlieren. So, siehst du. Und jetzt... Juhu! Wir kommen Gold holen. Ja, hier ist ja immer dunkel, wa? Nee, es ist Tag. Ist natürlich eine coole Sache. Da können wir uns ein bisschen Holz holen. Da, 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 da. Ja, da, da. Ups, können wir da rüberspringen? Ja, wir konnten. Content. Ah, nein, 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 nein. Ein Bogen wieder. Ein Bogenschütze greift uns an. Ein Bogenschütze greift uns an. Von wo? Von wo? Wo ist er? 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 Wo bist du, feiger Hund? Lass dich blicken. Komm. Wo ist denn der? Ach, da. Kommt da. Guck mal, wie sich ranschleicht, der Sack. Ganz langsam. Achso, das ist aber ein Zombie jetzt gewesen. Kann doch sein, dass er immer dann schreit, kurz bevor er losrennt. Wir brauchen also ziemlich viel auch normales Holz, um einen Barren herzustellen. Dürfen wir nicht unterschätzen. Nicht, dass wir es... Nicht, dass wir... Oh, jetzt ist schon wieder nachts. Ne? Das ist ja natürlich sehr ungünstig. Nicht, dass wir da das immer wie bei Minecraft, dass wir aus dem Holz dann immer gleich Holzblöcke machen, sondern wir brauchen auch Rohholz scheinbar. So, wir werden uns mal jetzt nicht allzu lange noch draußen aufhalten, sondern gehen jetzt gleich wieder rein. So, denk mal, das war's schon. Ja, ich höre sie schon wieder. Oh, kein Bock, mich jetzt hier mit euch rumzustreiten. Oh. Oh Gott, das war echt knapp. Oh Gott, ey. So. Jetzt holen wir uns das ganze Zeug hier wieder rein. Und hoffen mal, dass keiner hier mit in die Höhle reingekommen ist, sonst haben wir einen Scheiß. Ist die Tür zu? Ja. So, dann gucken wir mal. So, Messinggehäuse, Eisengehäuse, Goldgehäuse. Ich brauche Patronen. Ich habe doch Messinggehäuse. Ach, hier kann, guck mal, ich kann hier sogar noch eine Kiste machen. Brauche ich hier im Moment nicht, wa? Guck mal hier. Eisen. Ach, da brauche ich doch Kohle für Eisen. So. Und hier ist nochmal Eisen, wo... Ah, man kann Eisen auf zwei verschiedene Arten herstellen. Okay. Was mit Kupferbahn? Ach, guck mal hier, gibt es so einfache Maschinengewehr, wa? Maschinenpistole. Wisst ihr, dann nehmen wir uns mal eine Ersatzmaschinenpistole und dann bräuchte ich noch malen. Leute, macht doch nicht so einen Krach. Ja, wenn wir jetzt Schwierigkeitsgrad normal hätten, dann würden die sich wirklich durch die Wand durchschlagen. Alltag. Was ich jetzt nicht so richtig verstehe mit der Munition. Ich habe doch... Messinggehäuse. So, jetzt haben wir dann 400er. Nein, ach doch. Jetzt brauchen wir aber noch Kugeln. Guck mal hier. Ach hier, Steinkugeln, wa? Hier, Kugeln. So, 620 Kugeln. Ist doch cool, oder? Und eine Diamantspitzhacke haben wir auch, genau. Das war ja Mann, Leute, beruhigt euch doch mal. Und das war ja der Plan jetzt, dass wir runtergehen wollten. Muss auch noch rauskriegen, was man aus Eisen craften kann. So, das hier erstmal wieder alles wegpacken. Okay, Fackeln brauchen wir noch. Lass uns noch ein paar Fackeln craften. Oh, ho, 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 ho. 54 Fackeln. Oh, bitteschön, 64 Fackeln.
Lass uns mal das hier lassen. Nicht, dass wir hier so verschwenderisch sind. Dafür dann das nehmen. Und vielleicht noch die Hälfte von den Fackeln hier lassen. Das hier lassen. Dann eine Schaufel noch mitnehmen vielleicht. Oder haben wir die schon? Ist unsere Schaufel alle? Alle? Nee, da ist sie. Die Axt gibt langsam den Geist auf. Da werden wir mal noch schnell vielleicht eine Eisenaxt machen. Haben wir auch ein bisschen was. Dann machen wir uns mal noch schnell eine Eisenaxt. So, Steinaxt. Eisenaxt, genau. So, siehste. Und das restliche Eisen packe ich mal sicherheitshalber wieder zurück. Haben wir denn hier endlos Kupfer, ist das, wa? Kupfer haben wir ohne Ende. So, die Nerven, die Kumpels. Wir gehen jetzt aber wieder in die Tiefe. Mit 620 Patronen, nicht schlecht. Und einem nagelneuen Maschinengewehr und relativ viel Fackeln. 32 sind nun doch nicht so viel, fällt mir gerade auf. Warum habe ich nicht ein paar mehr mitgenommen? Weil was mich jetzt interessiert, ist natürlich, jetzt, wenn ich jetzt sterbe, die Diamantspitzhacke bleibt ja im Inventar. Was mich jetzt interessiert, hallo? Ja, viel zu viel Schuss verwendet. Nachladen. Nee, mich interessiert ja jetzt, ob ich den Blutstein abbauen kann mit der Diamantspitzhacke. Und daraus kann ich mir dann noch etwas bessere Waffen bauen wahrscheinlich. Vielleicht sogar Blutsteinkugeln, weiß ich nicht genau. So, ja, hier geht's runter, wa? Würde ich mal ganz stark vermuten. Oh ja, da brauchst du nur dreimal kloppen. Das ist natürlich eine feine Sache. Eisen haben wir nicht mehr so viel, da würde ich jetzt einfach mal spontan so eisenmäßig mitnehmen, was man da so kriegen kann. Das noch hier wegnehmen, ja. Ach, guck mal hier, oh, guck mal, man traut sich ja hier gar nicht mehr lang. So viel gibt's hier. Wir hören ihn schon wieder, Olle Imschek. Wo ist er? Das Einzige, was er vorhat, ist, uns den Gar auszumachen. Würde mich auch mal die Hintergrundstory interessieren. Warum sind die eigentlich so sauer auf mich? Genau wie bei Minecraft. Ja, weil es Monster sind. So sind Monster halt. Monster wollen immer Menschen töten. Ja, stimmt. Vor allen Dingen, wenn man dann mal kurz nicht aufpasst. Das war richtig knapp. Zweimal schlagen sie mich nur und dann bin ich weg vom Fenster. Ah, Steine nehmen wir alle mit, da können wir dann unsere Burg draußen ausbauen bei Zeiten. Aber im Moment will ich unbedingt ausprobieren, ob das hier mit diesem Blutstein funktioniert, dass ich den mal abbauen kann. Kohle ist auch schick, klar. Kohle ist super geil. Jetzt hören wir schon wieder. Wie gesagt, Rüstung, habt ihr irgendwas mit Rüstung gesehen? Ich nicht. Inwiefern man irgendwo... Eisen brauche ich natürlich auch. Inwiefern man irgendwo eine Rüstung bauen kann, also war bis jetzt... Das könnte natürlich sein, dass das bei diesem Castle Miner Warfare ist, dass man sich da eine Rüstung bauen kann. Vielleicht muss ich das auch noch kaufen. So. Ach nee, ich hatte schon mal geguckt, ob ich es kaufe und da stand dann auf einmal, sie haben es schon. Vielleicht ist die Rüstungsvariante ja nur Multiplayer-Modus. Keinen blassen. Hab ich keinen blassen von. So, wir wollen jetzt nach unten und wir wollen jetzt Blutstein haben. Wir wollen jetzt Blutstein. Gebt uns Blutstein, ihr bösen Rabauken. Blutstein. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder fast bei unserer Behausung, wa? Ah, guck mal, da ist noch mehr Eisen. Eieieiei. Eisen ist natürlich auch geil. So, die Diamantspitzhacke ist schon mal sehr geil. Hat sich richtig gelohnt, würde ich mal so sagen. Kohle, ja, okay. Aber Kohle haben wir mittlerweile wirklich genug. Wir wollen Blutstein. Ich will Blutstein. Ich will Blutstein. Gib mir Blutstein. Ich will Blutstein.
Ich will Blutstein. Gib mir den Blutstein. Vielleicht da hinten runter? Hier, wa? Hier, hier, hier. Hier sieht's doch interessant aus. Warum da hoch? Warum geht er nicht da runter? Weil er hier erstmal kurz gucken wollte. Ha, doch, hier gibt's garantiert Blutstein. Oder? Ja, hier lang. Oh, da kommt schon wieder einer. Nein, nicht zweimal, nicht zweimal. Alter, das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Ich durfte echt nicht so lange warten. Ich habe ja jetzt schon wieder einiges an Ressourcen hier abgebaut. Und wenn ich da zu lange warte, dann... Ja, dann schlägt er mich halt tot, oder? Kupfer? Nee, will ich im Moment nicht. Ich suche Blutstein. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist UFO-Mann und ich suche Blutstein. Also da war schon mal kein Blutstein. Ah, wo ist denn der Blutstein? Ich will Blutstein. Ich bin schon ganz traurig, weil ich keinen Blutstein bekomme. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Vor allen Dingen, wenn man noch nicht... Und nachladen. Wenn man noch nicht so die Routine hat mit der Wechselei hier, dann kann eine zehnte Sekunde ausschlaggebend sein für das vorzeitige Ableben des Avatars. Oh, jetzt haben wir uns hier aus Versehen die Fackel wegwerfen. Oh, komm hier. Nee, ich will jetzt Blutstein. Ich werde hier immer verführt von den Materialien, aber ich will ja Blutstein. Ich lasse jetzt mal alles links liegen, solange bis ich hier Blutstein gefunden habe. Guck mal, da geht's runter. Da waren wir aber schon 20 Mal, wie es aussieht. Ich will Blutstein. Gib mir Blutstein, 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 Blutstein. Wo bist du? Da unten, da waren wir auch schon 300 Millionen Mal. Hier, guck mal, wie tief es hier runter geht. Da waren wir aber auch schon. Oh, da kommt wieder einer. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Jetzt bewegen wir uns also langsam hier im Kreis. Oder geht es da unten nochmal um eine Ecke? Nee, geht's nicht. Ah, da kommt er. Hallo? Hopp. Er springt sogar so ein bisschen. Nachladen, bitte. Nein, nachladen. Okay. Ich will Blutstein. Da unten war ich schon, da gibt es keinen Blutstein. Verflucht. Gibt es eigentlich eine Map? Ein Kompass gibt es ja. Eine Map in dem Sinne? M wie Map? Nee, es gibt keine Map. Oder? Wollen wir gucken in den Optionen? Ah, das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Gibt es da eine Map? Nö. Ich spiele übrigens mit der Tastatur. Nicht mit der... Obwohl ich mir extra so einen teuren Xbox-Controller von Microsoft gekauft habe für den PC. Ah, hab mich ja schon so gefreut drauf, dass es so erleichternd ist. Aber mittlerweile spiele ich nur noch mit der Tastatur. Ich weiß gar nicht für welches, das war glaube ich für irgendein spezielles Spiel. Ach ja, ich glaube für Borderlands habe ich mir das gekauft. Aber Borderlands habe ich noch nicht so, das ist ein sehr geiles Spiel, aber da ich nicht so ein Shooter-Fan bin, habe ich mich ja noch gar nicht so viel mit beschäftigt. Da 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 da. Schnabberdibu, schnabberdibautz. So, jetzt hör doch mal auf, Mann. Wir brauchen jetzt hier Blutstein. Geht's denn da runter? Da waren wir schon 3 Milliarden Mal. Da ist es nicht. Und jetzt kommt schon wieder ein Zombonaut, ein Skeletto, ein Skelettomat. Hier runter? Nee. Ach so, hier ist wieder das Ding, wo man sich nur im Kreis bewegt. Vielleicht doch mal ein bisschen nach Kompass laufen hier, damit wir so eine leichte... Ach, guck mal, da hoch müssen wir wahrscheinlich. Da müssen wir hoch. Oh, da fahren wir aber wieder runter. Wie kommen wir denn da hoch? Ich denke mal, indem wir uns hier eine Treppe bauen, wa? Oder ist hier das schon eine Treppe? Wollen wir da rüber springen, ob wir das schaffen? Bing!
Aua. Aua. Mist. Okay, wir müssen scheinbar uns selbst was bauen da. Ah, kommt er schon wieder? Da ist er. Ja. Haben wir ihn? Ja. Sehr schön. So, dann guck mal hier. Was war hier? Zumachen und dann hier hoch, genau. Gut, da könnten wir vielleicht noch hier rechts eine Fackel machen, damit wir nächstes Mal so ein bisschen sehen, dass es hier lang geht. So, jetzt sind wir wieder raus aus dieser Riesenhöhle und können jetzt irgendwie in eine andere Höhle. Ich will ja immer noch am liebsten Blutstein finden. Ah, wo ist denn das? Guck mal, da geht es ja wieder hoch. Ach, guck mal, hier ist schon die Oberfläche. Ah, okay. Ist das hier? Ah, guck mal hier. Mann, ich will raus. Ich will das jetzt endlich wissen. Oder ist... Nein, von hier bin ich gerade gekommen. Oh Gott, mach mich doch nicht fertig, Leute. Lass mich doch hier irgendwie, irgendwo zu dem Blutstein-Ding finden. Da ist wieder die Oberfläche. Nö, will ich nicht. Ich will nach unten. Na, guck mal da hinten lang vielleicht. Nee. Grx. Na gut, Leute, das war's dann wieder. Weißt du was? Vielleicht sollten wir jetzt zum Ende der Folge mal in unser Lager zurückgehen. Aber wen haben wir denn da? Ist immer cool, wie die sterben, wenn man sich das so anguckt. Die sacken so richtig auf die Knie. Oh, lass mich doch mal gucken hier. So. Nee. Ist das? Nee, 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 nee. Da lang ist es nicht. Da komme ich doch gerade her, oder? Oder ist es doch hier irgendwie? Guck mal, hier immerhin. Hier ist schon Lava. Da könnte natürlich auch Blutstein sein. Wo Lava ist, könnte auch Blutstein sein. Aber es ist nicht. So. Ja, ich habe wahrscheinlich... Ach, guck mal hier. Hier könnten wir doch vielleicht auch... Da höre ich schon die Höllenschreie. Also es könnte schon... Richtung Blutstein gehen hier. Ja, ja. Ah, 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 ah. Ich habe den Eindruck, dass ab einer gewissen Tiefe die Skelette irgendwie fürchterlich gruselige Töne machen. Beim Tönen. Weißt du, dass wir hier mal dann durchgehen? Ja. Kupfer ohne Ende. Was wir brauchen ist Blutstein, Kameraden. Blutstein. Okay, Gold ist natürlich auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Gold, okay. Was ist denn da, wenn wir da hochgehen? Oh, hörst du? Jetzt hast du richtig die Schritte gehört von diesem Urmonster da. Hm, das noch zweimal Gold? Oh Gott. Dreimal Gold? Das nochmal Gold? Ah, ich glaube, hier sind wir schon in der richtigen Gegend. So, wir werden jetzt an der Folge aber mal die Folge beenden. Ist ja schon eine halbe Stunde. Wir sehen uns dann morgen wieder in der Folge 11. Morgen ist ja schon Donnerstag. Auch mal ein Schade, wenn es vorbei ist, das Let's Play. Na gut, bis morgen. Tschüss.